das einzig Unsterbliche, das ist das ewig sich fortsetzende Keimplasma, die Götter. Und deshalb ist ja klar, dass sie den Sterblichen Sinn und Bedeutung ihrer Existenz, ihres Seins, ihres Lebens verwehren zu erkennen. Denn deren bedeutsame Aufgabe ist, nicht selber unsterblich zu werden, sondern die Unsterblichkeit, die sie mit sich herumschleppen, durch entsprechende Suchen nach dem Kraut der Unsterblichkeit wieder fortsetzen, sich machen zu lassen, aber nicht selbst Unsterbliche zu werden, wie Gilgamesch.